Was geht ab? Das ist Mutterstadt, dein neues Format von SR Virus. Ich bin Pablito und wir sind heute beim Kevin von der Schweiz. Heute sind wir in Olten. Mutterstadt, wir gehen in drei Rubriken, es geht ums Herz. Machen wir mir etwas, was man vielleicht nur in dieser Stadt machen kann. Es geht um den Bauch, meine Lieblingsrubrik. Geben wir etwas zu essen. Und hier wird dann mit einem kleinen Quiz angestrengt am Schluss dieser Folge. Wenn du Bock hast, dass zum Beispiel diese Stadt hier gewinnst, dann share die Folge. Pro Share, die du machst, gibt es einen Punkt dazu für Olten. Wir kommen jetzt zum besten Moment von jeder Folge, einmal für mich, den Moment, wo ich die Person kennenlerne und mir die geile Stadt ein bisschen zeigt. Let's go! Sizzle. Hallo zusammen, ich bin Lisa. Olten ist meine Heimatstadt und sie hat viel mehr zu bieten, als man von außen vielleicht so denkt. Darum ist Olten die beste Stadt der Schweiz. Lisa, danke vielmals, dass du Zeit nimmst, mir ein bisschen Olten zu zeigen. Olten nach wie vor im Rennen als eine der hässlichsten Städte der Schweiz. Ja, wie ist es so da? Ich finde es schön, ich finde hinter der Fassade geht viel mehr ab, was man von außen sieht. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass es ein bisschen unfair ist. Du musst dich wahrscheinlich immer wieder legitimieren. Wieso wohnst du noch das Alte? Leidest du unter dem? Ja, das nervt mich eigentlich schon mega fest, dass die Leute immer fragen. Weil wenn sie mal wieder hierher kommen würden, würden sie wissen, warum sie noch hier wohnen. Du bist in der Kultur verankert, du machst Slam. Was hat so eine Stadt wie Olten dir kulturell zu bieten? Hey, enorm viel. Es laufen viele Konzerte. Es ist eine ganz lebendige Kulturszene mit sehr vielen verschiedenen Veranstaltungsformaten. Slam, Lesungen. Geil. Und was machst du mit mir heute hier zu Olten? Heute gehen wir in die Kletterhalle. Die ist ganz neu aufgegangen und ist, glaube ich, recht cool. Und dann zu oben gehen wir Fondue essen und dann Cocktails trinken. Yes, zuerst klettern, nachher trinken, das klingt nach einer vernünftigen Reihenfolge. Let's go! Dana ist allein in einem Doppelzimmer. So, wir sind an einem ruhigen Ort für die Besinnung in einer fucking Kletterhalle. Liebe Miriam, ich habe Angst. Was kannst du mir für ein, zwei Tipps geben, damit ich mein Leben nicht in Gefahr bringe? Ganz wichtig, ohne selber zu klettern. Du musst überall, wo du raufgehst, auch wieder runterkommen und einfach schauen, was ist hinter dir. Ja, fuck. Let's do it. Neben der Anna hat's noch Platz. Unter dem Sonnenschein. Dann hat der grosse Tube. So, wir sind hier klettern. Easy fucking anstrengend. Ja, sag's nicht. Mir tut alles weh. Ich spüre es hier vor allem in der Hand. Ich habe so ein bisschen Mühe, meine Faust zu schliessen. Wo merkst du es? Mir tut hier die Muskel. Was ist das? Das ist eben nicht der Wichsmuskel, das ist der andere. Also, das wüsste ich nicht. Aber okay. es tut auf jeden Fall fucking weh. Wir müssen uns jetzt Magnesium und Calcium zuführen, am besten in Form von Nahrung zu uns nehmen. Wo machen wir das? Das machen wir im Arbistro. Die einen machen Chalet aufgestellt und dort gibt es Fondue. Käse und Klettern. Let's go! So, Lisa, danke, dass du mich hierher gebracht hast. Der flauschige Ort, nehme ich an, hier im Sommer, the place to be. Ja, im Sommer ist es hier mega voll. Immer. Und die Bar, also das Häuschen ist im Sommer nicht. Und draußen sind nachher auch mega viele Leute. Und es ist mega schön, kann man in den Aare baden und so. Es gibt Fondue. Let's get it. So, gehen wir mal auf die wichtigen Faktoren von einem Fondue ein. Erstens Alkoholgehalt. Das ist so ein bisschen wie bei einem Tiramisu. Wenn es zu viel drin hat, ist es widerlich. Wenn es zu wenig drin hat, ist es zum Kotzen. Der Alkoholgehalt ist hier wohl ausgewählt. Denn so im Allgemeinen, die Konsistenz von dem Fondue ist sehr angenehm. Die Räsigkeit versus so die Lavashgiri-Keit ist korrekt. Dann finde ich jetzt die richtigen Condiments dazu, mit der Garnisch und mit der Silberzwiebeln, mit dem hier. Und es kommt einem einfach wieder mal in Sinn, wie abstrus das ist, einen ganzen Kübel voll Käse zu essen. Das machen nur wir. Das ist fucking geil. Hey Lisa, danke vielmals für den Tag. Kommen wir zum Eingemachten, zum Tacheles. Ich gebe dir Punkte jetzt. Ich fange mal beim Essen an. Ja, es ist einfach ein Kübel voll geschmolzenem Käse. 6 Punkte. Ich gebe dir einen Punkt sympathiemässig dazu. Einfach, weil es ein Chalet war. Okay, ist gut. Aber es war schon ein sehr gutes Fondue.
Okay, korrekt, Fondue gewesen. Dann kommen wir zur Aktivität. Du hast mich zum Sport gezwungen. Ich habe ehrlich gesagt zuerst gedacht, das wird ein fliegender Hackgüssel. Aber hat Spass gemacht, 8 Punkte. Ja, yeah, nice. Du hast die Chance, die 8 plus 7 gibt zusammen 15. Jetzt noch zu multiplizieren mit einem kleinen Quiz. Gehen wir noch eins nehmen. Aber auf jeden. Let's do it. I don't know. Wo sind wir da? Wir sind im Herz von Alteich, im Gaktor. Was ist speziell da? Es ist einfach das beste und krasseste Kulturlokal, das ich kenne. Und es wird mit so viel Herzblut betrieben von so guten Leuten. Es ist wirklich Herz und Seele von Alten und das, was es auch ausmacht für mich. Bist du ready fürs Quiz? Weil wir werden jetzt langsam so weit. Ja, ich gebe mir Mühe. Das geht in 3, 2, 1. Postleitzahl voll. 460 noch. Nein, Bundesrat. Gassis. Wenn du aus Gemüse wärst. Brokkoli. Brauchst du bei Rhythmus? R-U-T-H-M-U-S. Stopp. Nein, Scheiße, R-H. Was machst du von Beruf? Du machst nicht etwas mit Sprache? Fuck. Ich bin schon ein bisschen angetrunken. R-H-T-H-M-U-S. R-H-Y-T-H-M-U-S. Das meine ich, denke. Wir machen wieder weiter in 3, 2, 1. Wie viele Zähne denn erwachsenen Mann? 10. Ah, 36, keine Ahnung. Kannst du deine Nase mit deiner Zunge berühren? Wingardium. Liviosa. Stopp. Danke vielmals, dass die Harry Potter-Frage richtig beantwortet. Wie viel haben Sie bis jetzt? Alle haben es bis jetzt falsch gehabt, die Harry Potter-Frage. Und mein Leben ist wiederholt in Frage gestellt worden. Danke, dass du das richtig gehabt hast. Es gibt einen Punkt dazu, einfach weil ich es geil finde. Wir haben noch ein paar Sekunden. Wir gehen weiter in 3, 2, 1. Welches ist die beste Stadt der Schweiz? Olten. 3x 33. Quiz haben wir hinter uns gebracht. Du hast 7 Punkte rausgeholt im Quiz. Eigentlich 6, aber einen kleinen Bonuspunkt musste ich geben für die Harry Potter-Frage. Danke, dass du die richtig beantwortet hast. Dann 7-mal die vorhergegangenen 15 Punkte gibt es ein Total von 105 Punkten. Wenn ihr Bock habt, dass Alter gewinnt, dann sharet die Folge. Pro Share, die ihr macht, gibt es 1 Punkt dazu. Zu dieser Folge, wir wissen, am Schluss von dieser Season gibt es eine richtig nice Party, wenn sie in Alten ist. Vielleicht im Gockdach. Wo SRF Virus selbstverständlich begleichen. Mein Name war Pablito und die letzten 15 Sekunden gehören dir, Lisa. Ja, kommt auf Alten, kommt vor allem ins Gaktor und helft mir, weil ich jetzt schon ein bisschen abgelöst habe in diesem Game. Helft mir, teilt das Video, damit Alten gewinnt und zum Wohl.